Hallo und willkommen zurück bei So Long Dark. Wir sind wieder zurück in der Stadthalle und noch bei der aktuellen Mission Folgen. Und was wir vorhaben, ist jetzt endlich hierhin zur Mine. Ich hoffe, wir kommen dort auch raus. Mal schauen. Denn wenn dem so ist, dann sollte mit... Was? Kein Telefon? Keine Molly? Na, jetzt bin ich aber enttäuscht. Gut. Dann sollte wahrscheinlich auch die Episode vorbei sein. Und dann sind wir beim nächsten Mal... Ja, ist noch nicht ganz hell. Dann wären wir beim nächsten Mal schon in der Episode 4. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei der Episode 3. Und versuchen das Problem hier zu lösen. Aber wir müssen ja wahrscheinlich auch noch durch die Mine. Also es könnte sein, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Mal gucken. Und da ich versuche, eure Geduld nicht zu überstrapazieren oder überzustrapazieren, ja, ich glaube, so ist richtig, versuche ich das relativ kurz zu halten und dementsprechend gibt es das hier in mehreren Folgen. Auch wesentlich einfacher, sich anzuschauen, denke ich mal. Oha, na gut, ist noch ein bisschen. Wesentlich einfacher, sich das anzuschauen, wenn man irgendwo Probleme hat. Und... nicht so lange suchen muss, denke ich jetzt mal. Bin mir da nicht so sicher. Ja, das dauert wieder mal. Okay. Nein, wir müssen nirgendwo hin. Zum Glück haben wir reichlich Lampenöl. Das ist eine super Sache. Ja, ist jetzt nicht gerade sehr aufregend hier. Besonders im Schneesturm, wo man nicht wirklich die Landschaft hier sieht, ist eigentlich sehr schön. Aber naja, was nicht ist, kann ich leider nicht ändern. Denn zur Mission scheint es zu gehören, dass es hier in einem Schneesturm ausgeartet ist. Ja, jetzt können wir abbiegen, das ist sehr schön. Ich möchte allerdings keinen Würfen über den Weg laufen. Wäre jetzt nicht so schön. Ich glaube nicht, dass wir schießen können und gleichzeitig Licht haben. Hm. Mal gucken. Ich hoffe, hier gibt es keine Probleme. Denn nach der Karte zu urteilen, liegen ja hier auch noch Bäume rum. Moment. Ja, richtig sind wir. Hm. Oh. Okay. Das hört sich ziemlich bedrohlich an. Wir sind eigentlich fast richtig. Ja. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich glaube, wir sollten hier lieber lang. Ja. Also ein Stückchen zurück. Ja, da ist wahrscheinlich auch der Baum, der eingezeichnet war. Gut. Ja, 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 der ist schon wieder kalt, ist klar. Ich habe schon verstanden. Noch sind wir richtig. Was? Nein, genau das meinte ich. Und hier haben wir schon geladen. So. Super. Leute. Na, das war doch ganz gut. Ein bisschen rückwärts laufen. Na. Schade. Schade. Jetzt haut er ab. Uff. Okay, jetzt müssen wir uns aber echt beeilen hier. Nicht richtig? Ja. Sehr schön.
Los, los, los. Mine hört sich nach Höhle an. Höhle könnte sein, dass wir uns da ein bisschen aufwärmen können. Und das würde mich sehr freuen. Moment. Wo geht's hier weiter? Nein. Falsche Taste. Da. Okay, die Richtung ist super. Dann gehen wir doch einfach hier weiter. Tschüss. Jo. Gut. Tolle. Fast da. Sehr schön. Los. Lauf, lauf, lauf. Ah. Lauf. Mhm. Und jetzt? Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Ah ja. Gut. Das war ja einfacher als gedacht. Ja, das ist schön. Idyllisches Tal haben wir verlassen. Gut. Finde einen Weg durch den Minentunnel. Unsere neue Aufgabe. Ja, ich sollte vielleicht erstmal Licht machen. Okay, okay, okay. Anzünden ist auch eine gute Idee. So. Gut. Ich würde sagen, in den Kisten ist eigentlich nie was drin. Und Kohle. I'll take it. Ja, das Zeug ist relativ schwer, obwohl 0,3 Kilo. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn? 26, 15. Hm. Stecken wir uns ein paar ein? Ja, doch. Doch, das machen wir. Halt. Ja, nee. Nee. Ah, hier liegt noch mehr Kohle. Was? Nicht löschen. Na. Was? Ach, da ist gar keine Kohle. Gut, okay, auf geht's. Lauf, lauf, lauf. Oh, sehr schön gemacht hier. Grüß. Nein. Was ist das? Hm. Ich habe das Gefühl, bei Nacht wäre das hier wahrscheinlich besser. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Wie sieht's hier aus? Da geht's nicht weiter. Sollte ich vielleicht erstmal den anderen Weg probieren oder gleich hier? Hm, vielleicht führt ihr auch beides hierher. Okay. Hm. Rechts oder links? Ich nehme mal rechts. Oh, und stell fest, da komme ich gar nicht weiter. Gut. Also ist nicht ganz so hoffnungslos, wie ich am Anfang noch dachte. Ja, 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 ja. Nicht doch. Bis. Moment. Ja, genau. Ist ja richtig. Eine Werkbank haben wir da. Das ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir da mal rein. Nix. Außer Spesen nichts gewesen. Geschlossen. Ja, ein Brecheisen haben wir hier leider nicht. Mit dem Will haben wir ja auch ein Brecheisen gehabt. Stopp, nehmen wir mit. Nein, das braucht man nicht. Gut, weiter geht's. Ja! Wow. Nicht, dass das hier einkracht. Ja, warum? Bei Nacht wäre es hier eigentlich besser oder wahrscheinlich besser, weil dann hier die Beleuchtung vermutlich an wäre. Da! Nein! Was passiert jetzt? Ich kann nichts machen. Oh oh. Was ist da jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert. Ich würde es aber gerne wissen. Hallo? Astrid, hier.
Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das wäre echt toll. Also Astrid ist gerade wieder aufgestanden. Ja. Es blinken die Lichter schon einmal. Das hört sich doch gut an. Das sieht doch schon gut aus. Hört sich gut an. Hahaha. Licht, das ich hören kann. Ja, klar. Und ducken. Na, ich kann noch nicht wieder aufstehen. Jetzt. Ah ja, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir verletzt sind. Oh ja. Ui. Ja, das sollte man natürlich korrigieren hier. Das wäre vielleicht echt besser. Verwenden wir doch gleich. Welche Tageszeit haben wir? Mitternacht. Hier weitermachen. Verbinden haben wir jetzt keine mehr. Linke Hand. Verstaucht, da hilft das nicht. Ja, Herzen hilft es. Na, wirklich gestürzt sind wir ja eigentlich nicht, aber gut, okay. Nein. Ja, doch. So. Und gut, dass wir Stoff mitgenommen haben, denn wir müssen noch einen Verband herstellen. Da haben wir ihn. Halt. Aussuchen muss ich ihn auch noch. So. Eingestellt haben wir ihn. Ja. Und verwenden. Ja, wenn es uns gleich wieder besser geht, dann sollten wir vielleicht doch die Laterne wieder rausholen. Habe ich die überhaupt noch dabei? Ja. Gut. Obwohl? Ich meine, mit dem Flackern finde ich das eigentlich viel schöner. Ja. Da kommen wir garantiert nicht weiter. Also, wir werden gelenkt. Wir sind also richtig gewesen. Zum Glück. Und dementsprechend werden wir durch die Mine kommen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber hier wieder Kabel. Ja. Also gut aufpassen mit dem Kabel. Nicht, dass wir hier einen Stromschlag kriegen, beziehungsweise uns verbrennen. Das ist mir mit dem Bill passiert. Allerdings war es dann nicht, ja, nicht zu verhindern teilweise. Und gehen wir lang. Da ist doch zu, oder? Ja, da ist zu. Nee, ist nicht. Ja. Oh, was? Hörst du auf? Ist das dasselbe oder nicht? Ach, da hinten ist wieder zu. Ja, da ist zu. Das ist gut. Was ist das hier noch? Achso, das gehört nur zum Felsen. Gut, also wir werden ein wenig gelenkt. Das ist ja schön. Gut. Ducken und durch. Okay. Hier kommen wir auch rüber. Das sieht sich gut an. Nein, das sieht gut aus. Und ich hoffe, wir sind hier bald draußen. Na, sieht mir jetzt nicht aus, als ob wir da einen Stromschlag kriegen könnten, aber egal. Da ein Aufzug. Nimmt der uns nach oben? Aber eigentlich müsste ja, ne? Aha. Versucht den Aufzug zu benutzen. Lasst mich raten, der hat keinen Strom oder funktioniert er doch? Aufzug rufen, doch. Achso, ach, da kommt er erst noch. Dacht schon. Hallo. Kommst du jetzt? Hallo. Ich meine, das sieht nicht aus, ob es irgendwie funktioniert. Okay. Ah, der hier aber leuchtet, oder? Nein. Nein. Das geht gar nicht. Auch zu rufen. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Können wir hier irgendwo Strom einschalten? Denn auch das war ja im
Staudamm möglich. Ah, eine Latrine. Auch schön. Die Fackeln nehmen wir auch noch mit. Im Spind werden wir keinen Schalter finden. Ja, das ist unschön, wenn ich den Spind nicht im Visier habe. Na, ich glaube, Lampenöl haben wir jetzt genug und 0,1 Liter bringt uns nichts. Dafür haben wir einfach zu viel schon. Hier irgendwas. Ein Brecheisen, das ist doch tot. Super. Und was können wir mit dem Brecheisen jetzt machen? Mal gucken. Oh, hier eine Schublade? Nein. Aufs Klo müssen wir gerade nicht. Noch besser. Gut, gut, gut. Ja, also irgendwie Aufzug rufen. Der muss doch Strom haben. Aber der bewegt sich nicht. Hat das einen Grund? Tja, vielleicht brauchen wir den gar nicht. Obwohl, es hieß doch eigentlich. Achso, wir sollen den also reparieren. War denn irgendwie. Nein, auch nicht. Nein, Möglichkeit, den Aufzug zu reparieren. Tja, okay, also ich würde sagen, das dauert wohl noch ein bisschen länger. Schade eigentlich. Dann würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe es hat euch gefallen, dann nehmt doch noch ein Abo mit, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn der nächste Teil da ist oder ich etwas anderes auch noch hochgeladen habe. Und vielleicht ein kleines Kommentar wäre super. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Und ja, die ewigen uns, sehr schön, endlose Sätze. Ja, so einen kleinen Daumen hoch wäre auch toll, es sei denn, euch hat es nicht gefallen, dann natürlich einen Daumen runter. Okay, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!